Hallo Freunde und willkommen zurück zu Mio, wo wir in der letzten Folge die vergoldete Täuschung abgeschlossen haben und einen Kodaba scheinbar übersehen. Nur alle. Apropos Kodaba. Okay, wir haben den Orakelsegen. Alles klar. Dann würde ich sagen, die Burg des einäugigen Drachen. Ein außergewöhnliches Ki umwog die Burg Aoba. Es scheint etwas mit dem Aufstand zu tun zu haben, von dem Hanzo sprach. Wenn ein Krieg mit Geistersteinen geführt werden soll, müssen wir ihn verhindern. Doch für einen Mann, der gerade gerettet wurde, war Hanzo ziemlich ungeduldig, als er uns zur Eile anhielt. Es scheint das Sprichwort Eile mit Weile zu haben. Joa, halt. Er hat's halt leidig. Ne? Demnach. Der einäugige Drache kontrolliert diese Burg. Mal gespannt, ob wir ihm auch entsprechend in dieser Mission begegnen werden. Und generell bin ich gespannt, wie lang dieses DLC ist. Aber keine Kodamas hier versteckt. Wie sind wir hier überhaupt reingekommen? Oh. Höflich. Er hat uns getroffen, wir haben ihn getroffen. Wir können da runter. Ich denke mal eh, dass es hier zu ist. Und von der anderen Seite aufmachen. Frechheit. Na gut, dann halt hier runter. Irgendwo was versteckt. Halt. Ja, ich hab's mit den Frechheiten. Unser neues Kusarigama macht sich hier gut bemerkbar. Aber noch einmal getroffen hat, aber fies. Gut, er hat mich ganz am Anfang getroffen, aber kommt ja aufs Gleiche hinaus, ne? Nichts steckt. Oder mal nichts. Ich halt. Zumindest ist das Level noch relativ linear und wir kriegen immer nur einen Weg vorgesetzt. Das ist zumindest etwas Nettes von diesem Spiel. Zumindest von diesem Level. Das ist ein Weg. Da ist noch einer. Gut. Das ist aber nett. Da ist ein Lokai. Ich hab das Ding ein bisschen weiter weg gesehen. Holy shit. Die Typen haben sehr merkwürdige Movesets. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Oh. Ist da für uns... Okay, entweder geht's da weiter.
Ich gehe davon fast aus, dass es da weitergeht und dass es hier nur eine kleine Ecke ist, wo wir den Kodama holen können. Oder? Ja, nein, vielleicht. Nichts Höheres am Kreuzen. Wir hätten auch die Schützen ausschalten können. Ich hätte ja vermutet, hier kommt nachher eine Leiter runter, aber dann würde hier unten so ein Ding stehen. Achso. Ja, nee, ist klar. Würde mich doch alle verarschen. Geh mal kurz. Schön. Die wollten mir hier einen fiesen Hinterhalt stellen. Der Typ sollte mich eigentlich genau sehen, aber scheinbar kein Interesse. Ich gehe auch nur sicher. Obwohl die den Slow Debuff drauf haben, sind die richtig schnell mit manchen Attacken. Nicht mit allen, aber mit manchen. Überraschen ja einen schon mit ihrer Geschwindigkeit. Da hinten sehe ich noch einen. Okay. Ja, das war das Problem. Wir hatten ihn. Ja gut, Profi. Na gut, wohl noch mal. Trotzdem, das heißt, mich wundert eigentlich, wundert mich gerade gar nicht viel. Ich bin aber überrascht, dass es bisher nur einen Kodama gab. Gut, es kann durchaus sein, dass das Level einfach noch ein bisschen größer ist. Ich würde sagen, Tontauben schießen. Maximum gelevelt. Oh, versuchen wir das Ganze nochmal. Oh, Schütze reagieren irgendwie. Jetzt müsste der Bogenschütze noch mit. Ich würde ein Horn haben. Sehr unhöflich. Diesmal vielleicht intelligenter. Komm. Wir hätten das eleganter lösen können, aber ein Scharfschütze. Ist nicht nett.
Scharfschützen bringen halt nur bedingt viel im Nahkampf. Versteckt sich hier etwas außer dieser Leiche. Dann geht nach oben. Alternativ geht nach draußen. Wir hätten das Ganze auch ein bisschen anders angehen können. Okay, hier ist der Schütze, den wir eben schon geschossen haben. Eine Truhe. Zwei Seelensteine sind immerhin 40.000 Seelen. Also, Amrita. Entschuldigung. Hinter der Wand ist ein Poker. Da ist doch. Da oben sind doch garantiert ein paar Typen. Der hat einen Helm auf. Aber der einzige mit einem Mitfall und Bogen. Runterfallen lassen und den Shortcut da frei machen. Mal kurz gucken. Oben ist noch ein Typ. Ach, damit. Dankeschön. Das war sehr nett. Und ja, ich habe dem jetzt gerade extra nicht auf die Hörner geschossen. Für die Hörner im Nahkampf kaputt machen können, haben wir mehr von. Okay. Da lang gehen, einmal kurz gucken. Okay. Das ist die andere Alternativroute dahin. Dann machen wir erstmal den Shortcut auf. Wichtig. So, machen wir nochmal Hagel. Ja, natürlich. Lol. Oh. Das war definitiv nicht gut. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich. Gut, es war nicht. Es kann nicht der beschissenste Fight gegen einen Namahage sein, weil wir schon gegen die Viecher gestorben sind, aber es war definitiv keine Glanzleistung, dieser Kampf. So, ich könnte zwar jetzt eingehen, wir haben auch wieder ein Level Up drin, aber noch nicht. Will ich da zu viel Loot, den ich sonst verschwenden würde, ne? Keine Kuramas. Sind die denn alle? Da sehe ich einen. Stuff, stuff. Für mich. Steckt. Beziehungsweise. Willst du denn Mentalismann oder Medizinbehälter? Okay. Keine Ahnung mehr, was der Mentalismann war. Ich sehe dich doch genau da mit dem nicht Felsen stehen. Ja. Komm, Trigger. Okay. Oder so. Dann lässt die Felsen also nicht runterrollen. Hm.
bekommen von ihm. Rüstungszeug. Interessant, dass er die Kugel nicht einfach geschubst hat. Hätte ich jetzt eher erwartet. So. Seh dich. Profi. Und jetzt? Das ist aber auch immer kompliziert. Ich vermute nicht, dass man... vielleicht hätte man sogar gekonnt, den Typen erwecken und dann mit den Kugeln erschlagen. Wäre auf jeden Fall lustig gewesen. So, vom Prinzip hier hinter der Mauer ist ein Kodama. Den will ich haben. Gut, ich will alle Kodama haben, aber pst. Du. Ach, du bist ein Bait. Danke für gar nichts. Ich hätte gedacht, dass der mich erwischt. Das ist jetzt fies. Das ist sehr fies. Mit dem Helm. Was ist mir auch zum Kopf gekommen? Das hätte fast schief gehen können. Die Viecher haben scheinbar echt was für Kodamas über. So, kleiner Mann. Nach Hause, weg von den bösen Viechern. Hier richtig immer noch auf. Da kommen wir auch, glaube ich, nicht hin. Sehr unhöflich. Das Wasser, wo ich das so häufig benutze. Ja, ich sollte es vielleicht mal öfters benutzen, aber irgendwo. Da wäre ein Titel ganz nett gewesen. Natürlich. Keine Lust auf das Viech gehabt. Das war mir die Pfeile jetzt doch wert. Hi. Ja.
mich an. Wir brauchen eigentlich wesentlich mehr Ki. Endlich mal wieder ein Schrein. Der kommt mir gerade recht. Mit gerade recht meine ich sehr gelegen. Aber kommt das gleiche raus. So, zwei Level-Ups sind drin. Und viele Ninjutsu-Punkte, die wir ausgeben können. Und Schutzgeist können wir immer noch stärken. Beim End doch noch ein paar Locken. Oh, das ist aber zwei. Kusarigama. Leuchten. 6. 8, Entschuldigung, also 2 mehr Punkte dafür. Mal eben Lungenschaden und mehr Lungenschlossschaden. Außerdem mehr Magie. Dankeschön. Würden schnell genug blocken, aber dreht sich gar nicht erst rum. Mal gucken, nicht, dass in irgendwelchen Fenstern wieder irgendwelche Typen auftauchen. Eher nicht höflich, aber das kennen wir vom Spiel. Weiß nicht, wir sind nicht wirklich ein Ninja. Wir sind eher so ein alles in einem. Das hat ja super funktioniert. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Wieso stelle ich mich gerade so doof an? Das scheiß Horn. Meine Güte. Entschuldigung. Da hat mich das Ananas gekitzelt. Schwalbenschwanzrüstung. Das könnte ein Set sein. Rogi-Zwillinge nehme ich immer gerne. Dann lass mich hier hoch. Hier versteckt sich nämlich mal wieder ein Kodama.
Das hätten wir. Nein, das soll ja. Das war. Munition. Wenn ich den Typen hier nicht gesehen hätte, der da langläuft, hätte ich mir gedacht, das wäre hier eine Boss-Arena. Und es ist trotzdem kein schönes Gebiet. Und wenn du alleine kommst, das ist selber schuld. Ich noch erwischt. Und zu unserer Linken könnte es ein bisschen kritischer werden. Ne. Okay, das ist kein. Sehr schön. Irgendwie noch mit einem dritten gerechnet. Wer liegt hier? Ein Schwächling. Tod durch Explosion. Ja gut. Schwächling mit einem Riesenhammer. Passt sehr gut. Und er hat einen Effekt darauf, dass seine Verteidigung stärker wird. Wir können entweder unten lang oder oben lang, da sehe ich durch einen Schrein. Gar nicht. Das ist ein toter Mann, ja. Sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass es ihn tötet. So. Er hatte gerade da drin rennt ein brennender Typ rum, aber es war nur ein Typ, der vor einer Fackel steht. Also alles gut. Da ist auf jeden Fall ein Schrein. Das ist gut. Erstmal wissen, was sich hier noch so rumtreibt. Der Altruist. Wurde von einem Ninja besiegt und wir sehen kein Ninja. Es könnte also sein, dass sich da oben einer verbirgt. Hold it. Okay. Das sind zwei. Nee, ich gehe erst mal sicher. Definitiv den die beliebte Waffe aufbewahren sollen. Das ist ja auch schon sehr unhöflich gewesen. Ich mal eben auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, wir hatten relativ viel. Wir haben noch ziemlich viel zum nächsten Level ab, aber.
seiner Macht sehr einfach. Damit muss ich mich nicht groß drum kümmern. Dich kaputt hauen. Töten wir den erstmal. Gucken wir mal, ob wir noch einen Ritter bekommen, dass wir unsere blöde Waffe verwenden können, aber ich gehe nicht davon aus. Nee, weil heute nicht. Ich will da, glaube ich, gerade nicht ohne belebte Waffe hoch. Diesmal werde ich sie nicht gegen die Ninjas verschwenden. So viel steht fest. Die Typen hier wieder, aber das ist dann halt so. Lass uns hier ein bisschen einfacher machen. Oder nein. Das hier wollte ich haben. Wir den da weg. Perfekt. Du hörst uns nicht, siehst uns nicht und ignorierst uns voll und ganz. Sehr nett von dir. Mit den Ninjas werden wir dann entsprechend genug am Ritter haben. Falls zu einem kleinen Geiststein oder so. Ja, hättet ihr früher aufstehen müssen. Es gibt jetzt auf jeden Fall auch noch andere Ninja, Ukai. Ja, das hatten wir auch schon. Das denken können. Gut. Ist das hier auch kaputt? Beziehungsweise geklärt. Und wir können nochmal den Schrein nutzen. Ich sehe jetzt hier schon wieder zwei potenzielle Shortcuts. Weil ich nicht von dieser Seite aus aufmachen, ne? Wusste ich doch. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns nachher wieder bei Neo. Bis dahin. Bis dann. Ciao, Freunde.